So, hallo. Wie viele von euch, oder nein, sagen wir, manche von euch haben ja immer wieder Probleme beim Umstellen von Gleichungen. Und weil hier wieder ein bisschen alles zusammenkommt, was es an Fallen so gibt, wollte ich kurz über das Umstellen von Gleichungen sprechen. Ich nehme jetzt eine andere Gleichung als die auf der Aufgabe, aber eine sehr ähnliche. Und zwar, ich nehme wieder ein 1 durch x plus 1 ist gleich. Sagen wir mal 3x minus 1. So. Wenn ich jetzt diese Gleichung auflösen möchte nach x, stört mich offensichtlich zuerst, dass ich ein x im Nenner habe. Ein x im Nenner, danach kann ich nicht auflösen, beziehungsweise ich kann es schon, aber dafür muss ich es eben erst aus dem Nenner rausbekommen. Weil ich will am Ende nicht dastehen haben, 1 durch x ist irgendwas, sondern ich möchte dastehen haben, x ist irgendwas. Und nur in diesem Fall multiplizieren wir mit x. Die Frage ist, warum hilft uns das überhaupt was? Werden wir gleich sehen. Der erste Schritt ist aber immer zuerst, dass wir diesen Term 1 durch x isolieren, damit wir möglichst danach wenig multiplizieren müssen. Das heißt, ich rechne erst minus 1. Diese minus 1 ist hoffentlich auch klar, weil zwischen dem 1 durch x und der 1 steht ja das Zeichen plus. Und quasi, um dann die 1 wieder loszuwerden, muss ich minus 1 rechnen. Ich schreibe es jetzt ultra ausführlich auf, dass es wirklich, also, dass es wirklich mal komplett verstanden wird, warum das so funktioniert. Ja, weil das, ich weiß nicht, braucht man jeden Tag, zumindest in Mathe. Also 1 durch x plus 1. Und jetzt habe ich minus 1 gemacht, also mache ich auch minus 1. Ist gleich 3x minus 1 und nochmal minus 1. Habe ich ja gemacht. Jede Operation muss auf beiden Seiten gemacht haben. Das hoffe ich, dass ihr noch alle wisst. Und jetzt sehen wir, ole ole, plus 1, minus 1, kürzt sich raus, zack, gewonnen. Und hier bleibt nur noch 1 durch x stehen. Auf der anderen Seite habe ich dann 3x minus 1, minus 1. Also 1 Euro Schulden, noch 1 Euro Schulden, 2 Euro Schulden, minus 2, gewonnen. So. Jetzt kann ich das x im Nenner loswerden. Das heißt, ich multipliziere mit x. So, ich multipliziere, weil 1 durch x ist ja dasselbe wie 1 geteilt durch x. Das heißt, ich mache wieder die gegenteilige Operation, um das da aufzulösen. Aber wir machen es wieder total genau. Und zwar, wir machen 1 durch x mal x ist gleich 3x minus 2 mal x. Ich hoffe, ihr schüttelt zu Hause den Kopf, weil ich einen Fehler gemacht habe. Diesmal wahre Absicht. Und zwar, ich habe Klammer nicht gesetzt. Diese Aktion nach diesem Actionstrich, also das mal x, bedeutet, dass ich ja die ganze Seite mit diesem Faktor mal nehmen muss oder zur ganzen Seite diesen Summanden addieren muss, wie oben. Oben setze ich jetzt auch mal die Klammern im Nachhinein. Heißt es also, ich nehme die ganze Seite und ziehe von der ganzen Seite minus 1 ab. Und hier auch. So, jetzt macht es natürlich bei minus 1 überhaupt keinen Unterschied, ob da Klammern sind oder nicht, weil ich ziehe es eh nur einmal ab. Das heißt, die Klammern hier kann ich einfach auflösen. Fertig. Bleibt alles gleich. Hier macht es aber einen gewaltigen Unterschied. Das heißt, ich setze jetzt einfach mal die Klammern, um das deutlich zu machen. Zack, ich muss die ganze Seite mit dem Mal nehmen. Das heißt, hier ist es in Ordnung. Hier habe ich ein x-tel mal x. Und hier habe ich dann aber 3x mal x. Und minus 2 mal x, weil ich muss ja jeden Summanden in einer Klammer mit dem äußeren Faktor multiplizieren, wenn ich die Klammer auflöse. Jetzt seht ihr auch den Grund, warum man alles multiplizieren muss und nicht nur eins darf und warum das quasi bei Plus anders ist als bei Mal. Ist es eigentlich gar nicht, weil wir die Klammern immer setzen können. So, also nächster Schritt. Warum löst sich das jetzt links auf? Okay, ich habe 1 durch x mal x. Wenn ich einen Bruch mal einer anderen Zahl nehme, dann muss ich nur den Zähler mal nehmen. Das können wir uns ganz leicht überlegen. Ich habe ein Dreiviertel Pizza. Jetzt habe ich zweimal eine Dreiviertel Pizza. Also habe ich 2 mal 3 Viertel. 2 mal 3 Viertel sind 6 Viertel. So, stimmt es auch rein logisch? 6 Viertel, das sind ja eineinhalb Pizzen, weil ich habe ja 6 Viertelstücke, also eineinhalb Pizzen. So, eineinhalb Pizzen ist es das Doppelte von einer Dreiviertel Pizza. Ich hoffe ja. Das heißt, auch hier machen wir es jetzt so, dass wir also
den Nenner Nenner sein lassen und den Zähler mit 1 durch x, einfach mit x multiplizieren. So, rechts vereinfache ich, x mal x ist hoffentlich x Quadrat minus 2x, fertig. So, die linke Seite ist nun einfach x durch x. Ah, jetzt mag mein Stift nicht. So, x durch x, da lassen wir es einfach gleich. Und x durch x ist 1, 2 Zweitel, also 2 halbe ist ja auch eine ganze Pizza, 4 Viertel ist auch eine ganze Pizza, 8 Achtel ist auch eine ganze Pizza, x Xtel ist also auch einfach ein Ganzes. Ha. So. Und jetzt haben wir eine ganz normale quadratische Gleichung, die wir total üblich lösen können, obwohl wir zuerst eine Gleichung mit einem Bruch hatten. So, und jetzt, wie erkenne ich denn, dass ich hier überhaupt schauen muss, dass ich zu einer quadratischen Gleichung komme, weil das ist ja eigentlich strange. Also wir kennen immer, dass wir die Mitternachtsformel brauchen, wenn wir zwei x haben, die aber unterschiedliche Exponenten haben. Jetzt kann man natürlich sagen, 1 durch x, das hat ja auch den Exponenten 1, weil das ist ja einfach nur ein x, stimmt aber nicht, weil 1 durch x kann ich ja auch schreiben als x hoch minus 1. Ach, mein Stift spinnt immer noch. Probieren wir es nochmal. X hoch minus 1. Wunderbar. So, das heißt, ich habe einmal x hoch minus 1 in der Gleichung, einmal x hoch 1 und damit vermute ich mal, wenn ich Glück habe, schaffe ich es mit der Mitternachtsformel. Wenn wir sogar drei unterschiedliche Exponenten bei x hätten, würde uns auch die Mitternachtsformel nichts mehr helfen. Ja, aber dafür ja, werde ich noch ziemlich lange kein Lösungsverfahren bekommen. Gut, die Zwischenerklärung streichen wir. Jetzt zeige ich nur noch einmal die Mitternachtsformel in der Live-Anwendung. Das heißt, jetzt spätestens müssen wir erkennen, oh, x² und x, also Mitternachtsformel. Wir versuchen also gar nicht erst nach x aufzulösen, sondern wir stellen alles auf eine Seite. Hier heißt es einfach die 1 nach rechts stellen. Das heißt, wir haben 0 ist gleich 3x² minus 2x minus 1. Und jetzt wirklich stupide die Formel, die er auswendig gelernt hat, einsetzen. Hoppla, hier habe ich das x vergessen. Und hier ist aber wichtig, dass ihr das Vorzeichen immer mitnehmt. Das habe ich bei den Voraufgaben auch durch die Farben markiert. Das heißt, hier steht eigentlich ein Plus vor der 3, weil ja nichts da steht. So, beim nächsten habe ich x² minus 2x und dieses Minus seht ihr bitte auch als Vorzeichen. Und ganz am Ende haben wir dann noch einmal das minus 1 als wieder das Rechenzeichen als Vorzeichen sehen. Und jetzt kann ich es wunderbar einsetzen. Also, das heißt, wir haben minus b am Anfang. B ist minus 2, also minus minus 2 plus minus die Wurzel. Dann habe ich noch das b Quadrat drin. Hier ist es völlig wurscht, dass es negativ ist, weil zum Quadrat wird es immer positiv. Minus 4 mal die 3 mal die minus 1. Genau. Durch 2 mal 3, also durch 6. Und das lösen wir jetzt einfach auf, vereinfachen und so weiter. In der Klammer steht dann 4 plus 12 sind 16. Durch 6 und dann haben wir 2 plus minus 4 durch 6. Und ihr seht, und das ist total essentiell, das Einzige, was quasi erzeugt, dass wir zwei Lösungen haben, ist dieser Teil hier, weil ja vor der Wurzel plus minus steht. Das heißt, nur die Wurzel bestimmt die Anzahl der Lösungen. Das werde ich aber bei der schwersten Aufgabe mit der Scharfunktion später nochmal erklären. Genau, aber hier mache ich schon mal den Hinweis. So, und jetzt kriegen wir eine Lösung einfach, indem wir das mit Plus einsetzen, also das ist der erste Fall, und eine, indem wir dasselbe mit Minus einsetzen. Und das ist hoffentlich kinderleicht und wir haben unsere zwei Lösungen. Gut. Ich hoffe, ihr habt das jetzt auch wieder verstanden. Und, Moment, jetzt muss ich rechnen, ich kann leider nicht reden, während ich rechne. 2 minus 4 ist minus 2, durch 6 ist minus ein Drittel, so. Und es hat euch was geholfen. Genau, gell? Falls es jetzt Leute gehört haben, die sie gedacht haben, oh, das wusste ich schon alles, diese Lernvideos sind wirklich optional. Die sind extra Hilfen, wenn ihr alles von selbst checkt oder wenn ihr lieber die geschriebene Lösung lest, nehmt die. Genau. Dann bis zum nächsten Lernvideo hier in der
in dieser Datei. Tschüss.